wusste es ja nicht. Genau, Rikus wusste es nicht. Er wusste auch nicht, was das Thema heute war. Und damit zur nächsten Podcast-Ausgabe. Hallöchen! Als ob wir jemals wüssten, welches Podcast-Thema wir heute haben. Also komm schon. Ja, also normalerweise ist es ja bei Podcast-Themen immer so. Also so stelle ich mir das vor. Ich überlege mir irgendwie krankhaft irgendwelche Themen, schreibe die Wochen vorher ins Discord, in den geheimen Raum. Und wir finden es 10 Minuten, bevor es losgeht, raus. Genau. Das ist schön. Ja, so stelle ich mir das zumindest vor. Ja, ist doch. Oder wann habt ihr das erste Mal von diesem Thema gelesen? Was ich noch nicht erwähnt habe. Ich habe von diesem Thema gelesen gestern Abend um 22 Uhr kurz vorm Schlafen gehen. Ah, das habe ich schon ein paar Wochen, habe ich das, glaube ich, gesehen. Oh, Rick, und dann konnte ich nicht mehr schlafen, weil dann habe ich überlegt, was es sein könnte. Was ich heute so nennen will. Aber Barry, du darfst mich nicht zu früh loben. Ne? Nur weil ich das vor 2 Wochen gesehen habe, heißt das so lange nicht, dass ich mir da Gedanken drüber gemacht habe. Nee. Ja, okay. Gut. Ist schon richtig. Wollen wir denn verraten, was das Thema ist, oder? Nö. Muss nicht unbedingt sein, ne. Nö. Okay. Ich denke, das finden wir aus dem Kontext schon heraus. Unser heutiges Thema, das Wetter. Ja. Am liebsten mag ich Sonne. Präsentiert von Jonathan Frakes. Und Schiffer über Weizen. Grapefruit. Ach, schön. Ja, nee, das Thema heute lautet Spiele, die wir immer wieder gerne durchspielen. Da wird Rick uns gleich noch eine Anmerkung zu sagen, wenn er seine Spiele sagt. Wollen wir einfach wieder das klassische Alphabet? Ich würde sogar vorher schon sagen, es wird nicht alles durchspielen sein bei mir, sondern immer wieder spielen teilweise auch. Das ist so ein bisschen, das liegt aber auch ein bisschen daran, was es für Spiele sind bei mir teilweise. Ja, ich kann mir schon denken, ein Spiel, was zumindest dabei ist. Hast du denn Spiele, die du auch dann immer durchspielst, Hellas, oder ist das bei dir auch so Sachen, die du... Ich habe dann doch durchaus Sachen, sobald ich die anfange, möchte ich die einfach durchzucken an der Stelle. Ja. Dann habe ich echt Bock drauf, so an der Stelle. Ist aber meistens eher so die Überwindung, das wieder zu zocken seit Ewigkeiten. Aber wenn du dann das angefangen hast, dann bam, dann funkt es einfach. Ja, ich habe sogar 6 Spiele eigentlich, weil mir gerade noch eins eingefallen ist, falls ihr zu wenig habt. Genau dasselbe Prinzip auch gerade. Ja, also ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich hätte auch so Spiele nennen können wie Anstoß 3 oder sowas. Das kann man ja streng genommen nicht durchspielen. Sowas habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Oder sowas wie SimCity oder sowas, was ich aber nie wirklich spiele. Genau, also ich habe wirklich Spiele genommen, die ich durchspiele, meistens dann auf Any Percent und nicht auf 100%. Und soll ich einfach anfangen? Wollen wir die typische Reihenfolge BRZ? Barry Rikus Zellers? Ja, natürlich. Ja, ich habe meine Spiele alphabetisch geordnet. Also wie viele Spiele habt ihr denn überhaupt? Fragen wir mal so. Ich habe 5 Spiele dabei. Und wie viel hast du? Bei mir sind es im Prinzip 3, die ich wirklich durchspiele und 3, die ich halt immer wieder spiele. Hat auch wieder so. Okay, also ich habe 5. Quasi 6. Ich habe quasi ein 6, was mir gerade noch eingefallen ist. Das nenne ich mal gerade einfach nur direkt ohne. Also ich würde jetzt 2 machen, 1 einfach nur nennen, weil das spiele ich im Verhältnis zu den anderen Spielen nicht so häufig durch. Es ist Final Fantasy X, das habe ich, glaube ich, 3-4 Mal erst durchgespielt. Aber ja, spiele ich auch immer wieder gerne durch, aber nicht so oft wie die anderen Spiele, die ich nenne. Also so oft, wie du das durchgespielt hast, hast du bestimmt auch schon so fast alle Geheimkniffe und so raus, die es da bestimmt auch so gibt, irgendwie so wegen geheime Bosse oder sowas, oder? Bei Final Fantasy X, ja, ich weiß meistens, wie man am schnellsten den Boss besiegt, ja. Weil das fand ich zum Beispiel eigentlich immer bei RPGs am geilsten, so diese Geheimnisse nochmal zu finden. Sei es geheime Bosse irgendwo in einem bestimmten Eck oder sowas, wo man sonst nicht hinguckt. Ja, die lohnen sich halt bei dem Spiel eigentlich nicht so wirklich, wenn du es nur durchspielen willst. Aber gut, eigentlich wollte ich gar nicht darüber so viel reden, weil das, wie gesagt, im Verhältnis zu den anderen Spielen habe ich das nicht so oft durchgespielt. Ich habe es bei mir alphabetisch sortiert, ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Das erste durcheinander. Okay, mein erstes Spiel ist Crash Bandicoot 3, was ich, wenn ich gut drauf bin, in ungefähr 1,5 Stunden durchspielen kann und wenn ich normal spiele, in 2 Stunden. Ja, meistens. Ja, wahrscheinlich könnte ich das sogar speedrun, wenn ich wollte, aber will ich nicht. Ich spiele die PlayStation 1-Version sogar ein bisschen lieber als die der Insane Trilogy. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass diese ganzen Vehikel-Level sich ein bisschen besser steuern. Außer das Motorrad. Zellos weiß, wovon ich rede, Rikus wahrscheinlich gar nicht. Ja, ich weiß es, ja. Nee, Crash Bandicoot 3, das ist einfach so schön. Das ist so schön easy. Das hat 25 Level. Man kennt es wirklich in- und auswendig. Es ist schön. Also, Barry, du bist auf jeden Fall im guten Segment unterwegs, weil Crash Bandicoot 3 Warped ist für 6 Stunden eigentlich durchschnittlich. Ja, das ist aber 100% dann wahrscheinlich. Ich spiele ja nur Casual. Die 100% sind die 14 tatsächlich.
14 Stunden. Nein, 6 Stunden ist doch nicht, Mann. Also, Zellos, ich könnte dir zugucken beim Crash Bandicoot 3 spielen. Du würdest das, wenn du ungeübt bist, in 2,5 bis 3 Stunden durchspielen. Demi, ich schwöre dir, du musst dich anmelden bei hier Games Done Quick oder so. Alter. Nein, also, ob es jetzt wirklich 1,5 in Topform sind, vielleicht sind auch 1 Stunde und 40 Minuten oder so, aber auf jeden Fall unter 2 Stunden kriege ich das hin, wenn ich geübt bin. Easy. Wahnsinn. Und ich glaube auch nicht, dass das Weltrekord-Pace ist. Also, ich denke da eher so an 1 Stunde oder 1,20 oder so. Guck mal nach. Nee, also ja. Ich mag Crash Bandicoot sowieso gerne. Ist ja neben Mario so meine Lieblings-Jump-and-Run-Reihe. Hast du noch nie gespielt, Rikus, oder? Nee, gar nicht. Ja, schade eigentlich. Ich muss mal gerade so noch irgendwie die Zeit totschlagen, bis Zellos die Zeit rausgefunden hat. Also ich hab's Any% ohne Item-Glitches sind 43 Minuten 56. Ja, siehst du, da sind 1,30 oder 1,40 gar nicht so schnell. Aber du bist trotzdem gut dabei eigentlich. So. Okay. Also bei 1,30 ungefähr, dann wärst du der Welt 224. oder sowas um den Dreh. Das geht ja sogar. Aber das geht Problem sogar, ist, ne? Wenn du das wirklich so schnell durchspielen willst, Crash Bandicoot, und das nicht mit Item-Glitch machst, ich kenne diesen Item-Glitch übrigens, dann musst du die ganze Zeit, ich glaube, immer grätschen und dann wirbeln, weil du dann schneller bist, als wenn du normal läufst. Und dann musst du quasi 1,5 Stunden ununterbrechen Kreis und Viereck drücken. Und das die Verzögerung tust du sozusagen überspringen. Krass. Sind ja richtig. Ja, dann ist man einfach schneller. Ich glaube, Kreis und Viereck ist es. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber naja, ist ja auch egal. Das ist jedenfalls mein erstes Spiel. Ein tolles Spiel. Ich hab's. Cool. Ich spiele es im Jahr wahrscheinlich im Durchschnitt 2 bis 3 Mal durch. Hm? Ein schönes Spiel. Hast du aber öfters mal geschrieben, dass du es nochmal machst. Ja. Gibt's übrigens auf unserem Kanal auch ein 106% Let's Play zu. Stimmt. Wenn man das sieht, denkt man wahrscheinlich nicht, dass ich das so schnell durchspielen kann. Aber es ist halt noch was anderes, wenn du das casual oder auf 100% durchspielst. Ja gut, 106%, ja. Da zeigen sie auch an der Stelle, das ist schon über 2 Stunden. Also ja. Es hat kaum eine unter eine Stunde oder so. Gut, dann gebe ich mal ab an Rikus. Ich habe jetzt mal mich ein bisschen nochmal meinen Gehirnschmalz zusammengeschoben und habe jetzt mal überlegt, wie ich es mache. Ich werde dann am Ende einfach mal als Honorable Mentions noch die Spiele nennen, die ich nicht durchspiele, sondern nur spiele, weil es nicht anders geht. Und fange jetzt an der Stelle mal mit Vampire's Dawn an. Kenn ich gar als nicht. Richtiges Spiel. Geiles das Spiel. RPG Maker Spiel. Ja, das habe ich auch gespielt. Mit einer übelst geilen Story über Vampire und es war halt eins der ersten richtig, richtig guten, fand ich. Und davon gab es dann sogar noch einen zweiten Teil, den habe ich nie so oft gespielt, weil der erste für mich einfach der einzig wahre war. Ah. Und den spiele ich immer mal wieder. Und also da ist wirklich die Story, die dort wirklich das ganze Thema trägt, das ganze Spiel. Das ist einfach sehr hervorragend gemacht. Das war von einem Typ komplett alleine programmiert damals, das Spiel. Mhm. Und ja, also wirklich 1A. Was gibt verschiedene Enden. Ist das auf dem RPG-Maker oder ist das was Eigenes? Weil das wirkt irgendwie so, als ob das. Also es gibt, glaube ich, mittlerweile einen Remake davon, glaube ich. Also das Ursprungsspiel ist mit dem RPG-Maker 2000 gemacht worden. Genau, das ist richtig. Was sollst du jetzt wissen, Zellos? Kann ich noch gar nicht. Nee, also ich habe erstmal mir Screenshots jetzt mal davon angeschaut. Und das sieht ja so ein bisschen RPG-Maker aus, aber irgendwie, als ob da was Eigenes gemacht ist. Aber die Charakterporträts, die gefallen mir gut. Ich glaube, da habe ich was in meiner Wunschliste für demnächst. Ja, gerade wenn du so vampirbegeistert bist. Und das RPG und umsonst? Also. Ich muss ja als geborener Vampir wissen, was da was und so. Die Meinung ist und der Konsens so ist zu uns an der Stelle. Ja. Da ist auch ein dritter Teil irgendwie angekündigt. Oh, geil. Also ich habe den ersten auch gespielt und den zweiten glaube ich auch. Das Geile ist, es hat, wie Rico schon gesagt hat, das ist wirklich eine extrem gute Story. Das ist auch wirklich gut geschrieben. Also der Typ, der das wahrscheinlich mit dem RPG-Maker gemacht hat, ich vermute, dass der auch irgendwie entweder so ein Studium in die Richtung gemacht hat oder vielleicht auch schon mal so Hobbyromane geschrieben hat oder so. Also das ist schon sehr überdurchschnittlich, was Story angeht, RPG Maker. Ich kenne auch persönlich ein paar Leute, die haben das tatsächlich als eine Art Projekt rausgerufen. Die haben dann wirklich eine kleine Mini-Engine gebaut für so ein RPG und haben dann so ein 10-Stunden-RPG oder sowas gemacht. Nicht die tiefste Story oder sowas, aber die Mechanik und sowas, wie man die realisiert und wegen hier Kalkulieren von Schaden etc. Das war schon ganz cool, hat er mir mal gezeigt. Okay. Ich habe übrigens mal noch eine Randinfo kurz. Es gab diesen Monat, dieses Jahr im Mai kam das dritte Teil raus. Krass. Ich weiß, was ich heute Abend mache. Für was? Für PC oder als RPG-Maker-Spiel, oder? Also ich sehe es für einen PC auf jeden Fall schon mal. Für PC bei Steam für 15 Euro gibt es das. Ist okay. Das muss ich jetzt gerade mal googeln. Hey. Vampires. Cool. Ist das aber auch wieder ein RPG-Maker-Spiel? Ja, ist halt das neuer gemacht. Immer noch ein RPG, aber so. Ach, das ist wahrscheinlich dieser RPG-Maker VX oder wie der heißt.
Naja. Da sehe ich nicht ganz durch, das kann ich nicht sagen. Aber sexy. Das sieht richtig schön aus. Baby. Apropos. Ich glaube, wir zocken alle drei heute Abend das mal. Ja, ich bin auch witzig, angefixt. Witzig. Zufällig gefunden habe, ne? Total lohnt geil. Sich. Also natürlich lohnt es sich noch mehr, unsere YouTube-Videos anzugucken, aber wenn ihr damit fertig seid und alle geguckt habt, könnt ihr mal Vampire's Dawn spielen. Aber Zenos, du musst auf jeden Fall zuallererst den ersten und zweiten Teil spielen. Also der erste, den ersten logischerweise. Der zweite ist, glaube ich, gar nicht mal mehr. Also den fand ich auch nicht schlecht, aber der erste ist schon bei weitem besser. Ja, der zweite war schon deutlich schlechter. Die bauen aufeinander auf, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Story her. Okay. Deswegen wäre es wichtig, das dann in der Reihenfolge auch zu spielen. Ich habe verstanden. Gut. Ja, Zellos, von Vampiren kommen wir zum Vampir. Der Vampir, der hatte damals noch keine N64, die hat er sich ausgeliehen gehabt vom Kumpel. Und das erste Spiel, das er jemals da gezockt hat, war Ocarina of Time. Legend of Zelda. Und das habe ich nicht selber besessen. Und dann irgendwann hatte ich meine eigene N64 und habe das dann komplett durchgezockt und mich aufs Neue dran verliebt. Ich weiß nicht, ich mag einfach diesen Übergang von kleinen Link zum großen und dann plötzlich ist alles dunkel und schwarz und böse und so. Ich liebe es. Ist einfach immer noch mein Lieblings-Zelda. Eines meiner Lieblings-Zelda bis heute. Das ist auch bis heute eines der besten Spiele aller Zeiten. Also objektiv betrachtet auf jeden Fall, ja. Was mich halt verbindet mit dem Spiel, es war halt mein erstes selbstbesitzendes Zelda zum Beispiel. Also ich hatte das erste habe ich nie gehabt, also das auf dem NES. Link to the Past habe ich nachgeholt im Nachgang. Aber das Ocarina of Time, das war mein allererstes, was ich selber besessen habe. Das war schon besonders für mich. Wie oft spielst du das ungefähr so durch? Ich sag jetzt, ich habe mir keine Zeiten vorgenommen, aber sobald ich sehe, dass ich Luft habe, dann ein bisschen Zeit habe, Luft habe, dann zocke ich das gerne, ja. Ah. Master Quest habe ich damals auch gesuchtelt auf dem GameCube, wo da die Disc gekommen ist. Mit Wind Waker war das damals. Da gab es eine zweite Disc mit Ocarina of Time und Ocarina of Time Master Quest. In der Box. Und da habe ich Master Quest auch gesuchtelt. Das mit deutlich schwereren Rätseln, mit stärkeren Bossen etc. War schon cool. Mhm. Und zocke ich immer noch gerne. Kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch die beiden Spiele gespielt. Zelda war für mich auch, also Ocarina of Time war für mich auch das erste Zelda und ich habe es vor allem, ich erzähle kurz mit, weil das auch mein nächstes Spiel gewesen wäre. Ich habe es mir halt damals auch einfach mal gekauft. Keine Ahnung, ich wusste nichts von Zelda. Ich dachte mir so, ach, kauf es einfach mal. Ich habe es irgendwo gekauft, im An- und Verkauf für ein paar Mark damals. Ach. Und boah, das hat mich so umgehauen, das Spiel. Das war so geil. Das ist völlig krank. Also die ganzen Dungeons, die Bosse, die Stimmung, das hat einfach alles funktioniert. Ja, und es war schwer. Es war wirklich schwer. Es war auch kein leichtes Zelda für jemanden, der frisch einsteigt, da auf jeden Fall. Ja. Ich habe es auch früher gespielt. Ich habe es allerdings nur einmal in meinem Leben durchgespielt. Das ist schon Jahre her. Ich kann mich auch an fast nichts erinnern. Ich habe immer so gedacht, ja, alle finden das so geil. Spiel's doch mal. Und ja, ich konnte schon verstehen, warum das für viele als eines der besten Spiele aller Zeiten gilt. Für mich persönlich nicht, aber wenn man es versucht, objektiv zu betrachten, was ja schwierig ist, aber dann ist das gerechtfertigt, wenn man das schon so in den Top 10 nennt. Bei mir guckt auch an der Stelle die Nostalgiebrille immer noch ein bisschen mit. So ja, die ist ja immer dabei. Das ist ja bei den meisten Spielen, die wir auch hier heute haben, wahrscheinlich. Man kann es aber auch einfach an den Bewertungen festmachen, richtig, wo es damals rauskam. Und das ist halt schon ein gutes Spiel. Also das sehe ich auch ein. Ich bin jetzt noch nie der riesige Zelda-Fan gewesen. Ist auch nicht mein Lieblings-Zelda. Das ist Breath of the Wild, meiner Meinung. Also meine persönliche Meinung. Aber ja, ich kann euch beide gut verstehen. Wenn ihr das immer wieder durchspielt. Für mich ist es jetzt nicht so reizvoll, aber ich habe halt auch nicht so diese mega krasse Kindheitserinnerung daran. Das macht ja da nochmal so ein bisschen einen Unterschied. Yes. Okay. Ja, jetzt hat jeder eins genannt. Ja, ich könnte, bist du wieder dran, ne? Jetzt bin ich wieder dran. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie man mein Spiel ausspricht. Wer von euch kann Französisch? Jetzt denkt ihr euch, was? Was für ein Spiel nennt der denn jetzt, ne? Ich wollte jetzt was Falsches sagen. Ich traue Rikus zu, dass... Ich schmeiß ihn raus aus dem Channel. So, ich traue Rikus zu, dass er besser Französisch aussprechen kann als Zellos. Ja, probier's mal einfach mal. Ah, ich kann Rikus keine Nachricht schreiben. Warum nicht? Probier's doch einfach. Versuch's auszusprechen, dann sage ich dir... Okay, ich versuch's auszusprechen. Ich muss mal gerade näher an den Bildschirm rangehen. Okay. Jardinons. Jardinons. J-A-R-D-I-A... INS. Das ist kein weltberühmtes Spiel, aber ich finde das Spiel total entspannend. Ich mag ja Breakout-Spiele total gerne. Und das ist ein gratis Breakout-Spiel.
Ach Gott, wo das man, von diesen, wo du da die Bälle hier. Genau, das ist ein Breakout-Spiel. Genau, du haust mit dem, wer Breakout nicht kennt, man hat einen Ball, macht Vierecke kaputt und das Besondere bei dem Spiel ist, da sind so Zwerge auf diesen Blöcken, die bewerfen einen mit Blumentöpfen und man muss die Zwerge abschießen. Ich weiß nicht warum, aber dieses Spiel macht so süchtig. Es ist total das stumpfe Spiel. Auch kein AAA-Spiel, dessen bin ich mir bewusst. Ich kenne das einfach nur unter einem anderen Namen, aber das Prinzip kenne ich auf jeden Fall. Rikus, wenn du das Spiel suchen möchtest, google einfach mal Breakout mit Zwergen. Dann findest du das wahrscheinlich. Also das ist ein gutes Gratisspiel. Für jeden, der mal ein bisschen Breakout spielen will. Ich meine, das ist vollkommen ernst. Das Spiel ist total cool. Ich spiele das auch regelmäßig durch, weil es einfach total stumpfsinnig ist und so mega entspannt. Du kannst dabei Podcast hören oder irgendwas anderes machen. Also jetzt nicht das, was ihr denkt. Und es ist ein ganz normales Breakout-Spiel. Umsonst. Es macht Spaß. Okay. Hast du es schon gefunden, Rikus? Ja, ich hab's gefunden, aber da habe ich schnell wieder weggemacht. Letztes Mal, als ich so eine Art Spiel gespielt habe, war ich vielleicht 10 oder so. Und da fand ich es schon nervig. Es hat so ein bisschen diesen Charakter wie bei der Windows XP-Ära mit Solitär und sowas. Also das ist einfach ja. Es ist ein chilliges Spiel. Aber wie spricht man das aus? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich kann einfach so. Ich frage Google an der Stelle. Jardians. Also es wird J-A-R-D-I-N. Ich sag's dir gleich. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin verwirrt. Aber ich liebe das Spiel, das macht Spaß. Wir hören jetzt. Das ist mir von. Das heißt Jardina. 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 Ja, das ist cool. Das ist umsonst. Könnt ihr euch mal runterladen, das macht Spaß. Mhm. Ich weiß auch nicht ungefähr, wie lang das ist. Ich habe es jetzt schon ungefähr anderthalb Jahre nicht mehr gespielt, aber ich habe es halt früher ziemlich oft durchgespielt, deswegen. Ich muss es mal wieder spielen. Wirklich, da gibt es wirklich so ein Ende an der Stelle? Ich habe das nie. Ja, das hat ein Ende. Okay. Und das ist mega chillig. Ich weiß gar nicht, wie viele Level ich gespielt habe. Irgendwann habe ich gesagt, oh, du Scheiße. Ach, du kennst das sogar? Ja, ich vom unter anderem Namen irgendwie. Ich habe das, glaube ich, als Browser-Game irgendwie mal gehabt, eine Zeit lang. Ich glaube, es gibt auch noch einen zweiten Teil, aber der ist nicht true. Den habe ich nie gespielt. Der ist nicht true. Nicht real. Ja, mit diesem kleinen, aber schon das zweite cool. Quasi super Independent-Spiel bei uns jetzt. Spannend. Vampire's Dawn und Jardinant, oder wie es heißt. Ladet es euch runter. Googelt einfach Zwerge mit Blumentöpfen Breakout. Dann findet ihr es. Ach, schön. Rikus. Ja. Hast du Gothic auch 1. Ein Spiel mit Blumentöpfen? Gothic 1 mit ganz vielen Blumentöpfen. Mit ganz sehr vielen Blumentöpfen drin auch, ja. Und Blumentöpfe werden ersetzt durch harte Sprüche, raue Landschaften und einen kleinen Rikus, der das seit der, keine Ahnung, 10 Jahre alt war, 12 Jahre alt war. Quasi glaub, jedes Jahr spielt. Ich glaube, das war einfach das beste Alter zum Spielen von solchen Dingen mit einem rauen Umgang an der Stelle und diesem Humor. Das war schon geil. Also ich habe es ja selber auch gespielt um die 10 oder 11, wo ich da war. Ja. Hat schon gepasst. Ich weiß noch, wie ich damals damit angefangen habe. Mein Bruder brachte das von seinem Kumpel mit, von der Schule, hat mir das gezeigt und ich dachte mir so, boah, das sieht ja voll geil aus, aber das sieht alles so kompliziert aus, das krieg ich doch niemals hin mit der Steuerung. Ein paar Wochen später hat er es nicht mehr gespielt und ich spiele es bis heute noch. Herzlichen Dank, Bruder. Das Geile bei Gothic ist ja, jedes Mal, wenn Rikus online ist, sieht man entweder, dass er Smite spielt oder man sieht, dass er nicht Smite spielt. Und dann denke ich mir, der spielt bestimmt gerade Gothic. Selbst als wir Man Eater aufgenommen haben, kam Rikus rein. Ja, was machst du gerade? Ja, ich spiele Gothic. Das war witzig. Ja, schön. Ja, ist doch gut, wenn man so ein Spiel hat, was man so viel Spaß dran hat oder wo man so viel Spaß hat und es immer wieder durchspielt. Das hat ja auch von diesem perfekten Nerv getroffen, wenn du so um die 12 bist ungefähr, dann brauchst du einfach irgendwas, wo so ein bisschen auf die Fresse ist, so von den Dialogen her. Das ist schon nice. Ja, aber, mir ist gerade durch Rikus sein Thema noch ein Spiel eingefallen, was bei mir dazugehört, das werde ich aber am Ende noch sagen. Jardina 2? Nein, Jardina 3. Nee, was ich gerade sagen wollte, weswegen ich mich an dieses Spiel gerade erinnere, man hat dann so diese Spiele, die haben dann auch so einen recht krassen, kantigen Look, wie so in den 90er Jahren. Das hat das Spiel auch. Und wenn du so ein Spiel so kennst, dann macht es auch einfach Spaß, das immer wieder zu spielen, weil du ja einfach alles weißt. Ne? Und das ist einfach das Geile auch so ein bisschen daran. Und auch wenn der Charakter immer noch diese Polygon-Grafik hat, immer noch so einen Mega-Charakter, finde ich einfach. Ja. Ah. Laufendes Polygon-Team. Darf ich, Rikus? Ja, bitte. Wenn wir schon bei den Polygonen sind, ich bin bei Mario 64, Super Mario 64. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, sehr cool. Den habe ich mir direkt auch dazu geworfen. Ist auch eines meiner ersten großen, wobei man muss sagen, ich habe Super Mario 1 und 3 gespielt, denn 2 habe ich nie richtig gespielt, nur so ein bisschen. Aber Mario 64 habe ich gesuchtelt. Da war ich einer der ersten, glaube ich, die vorne dabei waren mit den 120 Sternen und so. Und ich habe das genossen, einfach von vorne bis hinten. Zieh mir heute noch den Soundtrack rein.
dieses, diese Collection, die es jetzt auf der Switch gab, und die läuft eigentlich bei mir nebenbei während der Arbeit einfach so hoch und runter, der Soundtrack. Da gibt es ja so eine Soundtest-Geschichte. Das höre ich die ganze Zeit, das ist voll geil, das ist voll entspannt. Mein Liebling ist da dieses Wasserlevel-Theme, das ist einfach so schön. Ja, ich wollte nicht reinreden, aber ja. Da gilt auch das Gleiche wie bei Ocarina of Time. Auch das ist meiner Meinung nach, wenn man es objektiv versucht zu beurteilen, eines der besten Spiele, die es so jemals gab. Mhm. Und Mario 64 kann man auch immer noch spielen. Ich habe das ja in diesem Jahr auch gespielt, Anfang des Jahres, mit dieser Kollektion. Mhm. Man muss sich ein bisschen an die Kamera gewöhnen, finde ich. Aber, ja, war damals, aber für damalige Verhältnisse, aber für damalige Verhältnisse und das Spiel ist wirklich super. Also das ist ein super Spiel. Also macht auch definitiv Bock. Was ich ein bisschen nervig finde, man hat manchmal solche Missionen wie suche das Digga Dagga Bugga Bagga oder sowas. Man hat gar du keine weißt gar nicht, was du tun genau, sollst, und die 100 Sterne sammeln ist manchmal auch nicht ganz so spaßig. Münzen, Entschuldigung. Aber das ist ein geiles Spiel, definitiv. Ja, da haben sie auf jeden Fall die späteren Spiele besser gemacht, wo man dann gleich das Ziel gezeigt bekommen hat oder weiß, wo man hingehen muss und sowas. Aber bei Mario 64 haben sie halt wirklich gesagt, ja, hier, besiege den Boss XYZ, aber du hast keine Ahnung, wer der ist. Ja. Ich glaube, bei den späteren weiß es gar nicht. Ja, und das Mario 64 ist mir noch schön im Herzen, das zocke ich immer wieder gerne. Einfach, weil es einfach noch... Das ist einfach schön, es klingt schön, es spielt sich schön, immer noch. Auch zocke ich auch unterwegs gerne. Also ab und zu spiele ich ja portabel die Switch. Und das zocke ich immer noch gerne. Auch unterwegs. Plötzlich sieht einer, oh, Mario 64. Und ich so, haha, ja, geiler Scheiß. Ja, das ist einfach. Vor allen Dingen, es steuert sich auch, obwohl es schon eine alte Steuerung hat, deutlich besser als viele Spiele aus dem E-Shop. Das ist erschreckend, ja. Ne? Ja. Das ist. Die haben es halt damals gleich richtig hinbekommen an der Stelle, muss man einfach sagen. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja. Ja, will Rikos noch was zu Mario 64 erzählen? Oder hat er schon? Das ist okay so, denke ich. Ist nicht ohne Grund eines meiner Lieblings-Races übrigens. Ist immer noch ein schönes Race, finde ich. Müssen wir mal wiederholen. Ja, apropos Race. Ein Spiel, was ich auch relativ schnell durchspielen kann, glaube ich. Mm. Aber nicht so schnell im Verhältnis, glaube ich, wie Crash Bandicoot 3. Ist Metal Gear Solid 1, was auch bei mir in der Liste drin ist. Eins. Nice. Also, ich habe lange, lange Zeit die PlayStation-Version lieber gespielt. Mhm. Aber ungefähr so seit, ich sag jetzt mal so grob, 2011, 2012. Hast du eine GameCube-Version? Ja, nee, die gab's ja schon viel früher. Aber ich bevorzuge mittlerweile die GameCube-Version. Ich kann diese PlayStation-Polygon-Matsche nicht mehr sehen. Also, ich krieg da auch Kopfschmerzen vor. Ich spiele mittlerweile lieber die Twin Snakes-Version, die ich auch hier rumliegen habe im Original, selbstverständlich. Nee, Metal Gear Solid 1 ist, ja, wir haben ja schon öfter gesagt, bestes Spiel aller Zeiten. Da würde ich das ja auch objektiv nennen. Subjektiv sowieso. Es ist ein cooles Spiel. Und ja, man kann es relativ schnell durchspielen, weil ich denke mal, das Spiel hat so ungefähr eine Spielzeit von, ich schätze mal, 8 bis 10 Stunden. Aber davon sind ungefähr 8 Stunden Videos. Mhm. Also ich glaube, wenn man 2-3 Stunden, könnte man das vielleicht durchspielen. Also, das könnte auch von deiner Einschätzung hinkommen. Das Weltrekord ist 36 Minuten 4 Sekunden. Ja, ich denke. 36 Minuten 4 Sekunden. Eher 3 Stunden würde ich tippen, aber ich glaube, so in 3 Stunden könnte man das durchspielen. Und also eins der besten PlayStation-Spiele, eins der besten GameCube-Spiele. Mhm. Es ist schön. Die Story ist ja jetzt im Nachhinein betrachtet eigentlich nicht so geil, aber damals war sie geil, weil man dachte, sie ist geil, aber man wusste dann am Ende noch nicht, wie sinnlos eigentlich alles ist. Nanomachines. Ja. Müsst mal Metal Gear Solid 4 zusammengefasst oder so eingeben. Das ist ein Video, wo die ganze Zeit nur Nanomachines sagen. Ich habe mich tot. Nee, aber Metal Gear Solid 1 ist ja ein schönes Spiel. Ich hoffe, ihr habt es auch gespielt. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe mir das Walkthrough dazu reingezogen, einfach um diesen Kontext zu kriegen zu den anderen Metal Gears Spielen. Aber ich muss es auch, nachdem ich jetzt so zurückblicke, auch sagen, der erste war jetzt auch eher Story, von der Story her jetzt nicht so, wie soll ich sagen, also übergreifend auf das Gesamte nicht so mega interessant. Fand aber eigentlich dieses, wenn ich jetzt überlegen würde, wenn du spielst es jetzt zum ersten Mal auf der Blazy damals und es gibt noch nichts in der Richtung hier mit, also sich mit Hochtechnologien, mit militarisiert, du musst rumschleichen oder was. Ja, vor allen Dingen die. Mega Kultstatus direkt von Anfang an. Ja, erstens wegen den Bossen und das Spiel hat den allergeilsten Kopierschutz aller Zeiten. Da wirst du von dieser einen Mai Ling oder wie die heißt angerufen. Ja, rufen Sie Meryl an. Ja, wie ist denn Ihr Codec? Ja, der steht hinten auf der Verpackung. Das ist eigentlich total klug. Ja, mega geil. Mega klug, ja. Und die Bosse Psychomantis und so, einfach sensationelles Spiel. Und ich spiele es immer wieder gerne durch.
Die Referenz kenne ich auch, wo du einfach den Controller umsteckst und der so, nein, was machst du da? Ich kann deine Gedanken nicht mehr lesen. Da hab ich eine lustige Anekdote dazu. Ich habe das ja früher mit meinem Bruder auf der PlayStation 1 gespielt und später gab es ja dann das Remake für die GameCube. Ne? Also Twin Snakes war ja das gleiche Spiel. Und damals war es ja geil, als du gegen Psycho Mantis gespielt hast, hat er dir erzählt, was für Spiele du sonst hast. Ja! Und deine Gedanken lesen, ich weiß, dass du Super Mario Sunshine gespielt hast. Und dann denkst du so, what? Ja, das ist total geil, wenn du das erste Mal da bist. Du denkst gar nicht so, wie macht er das? Du bist voll verwirrt. Die Speicherkarte rausgelesen. Ich find's aber einfach geil, was wenn der von dir dann einfach reinschmeißen und sagen, okay, wir tun mal 20 oder sowas von Dialog aufnehmen für die jeweiligen Spiele, so, was die meisten wahrscheinlich haben. Und dann sagt er halt, you love to play Smash Brothers, huh? Ja, das ist mega geil. So, wow. Wo weiß er das jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, was er damals bei mir gesagt hat. Wahrscheinlich Gran Turismo oder Tomb Raider oder sowas. Aber mega witzig. Ja, da gab es, glaube ich, mit Smash, mit Castlevania oder sowas oder irgendwie so, alles Mögliche. Das war schon echt clever. Ja, Rikus, willst du noch was zu Metal Gear sagen? Du hast es ja auch gespielt, aber. Nö, ist ein Ding, was man, das kann ich nachvollziehen, das könnte ich mir auch mal wieder reinlegen und hätte Bock drauf, das fetzt. Ja. Nee. Na gut, dann mach ich mal weiter. Es geht wieder in Richtung RPG-Maker. Oh, geil. Und zwar unterwegs in Düsterburg. Okay. Neben Vampire's Dawn das einzige RPG-Maker, was ich jemals richtig gefeiert habe. Und ist vor allem viel kürzer. Vampire's Dawn nimmt ja schon ganz schön viel Zeit in Anspruch. Da habe ich dann bei dem halt gemerkt, dass es auch etwas schneller gehen kann und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Die Story brauche ich jetzt nichts erzählen, es ist halt eine Heldenstory mit einem, mit einer, naja, wie nennt man das? Amnesie. Und ja, da klärt sich dann vieles halt über Zeit auf. Das fand ich immer toll, aber ja, wie gesagt, da muss ich jetzt sonst nicht viel weiter drüber erzählen. Ja, ich kenne das Spiel übrigens auch, also kenne ja. Ach. Cool. Ja, ich habe ja früher auch RPG-Maker-Spiele selber gemacht. Ich werde jetzt allerdings keine Namen nennen, weil man dann relativ leicht meinen Namen rausfindet. Doch, ich will sie zocken. Habe auch selber Spiele gemacht. Das waren dann mehr so Spaßspiele, aber unterwegs in Düsterbuch habe ich auch gespielt. Aber habe ich jetzt nicht mehr so die Erinnerung dran, was jetzt allerdings nicht daran lag, weil es nicht gut war, sondern einfach, weil es nicht so einprägsam war. Da hatte man, glaube ich, so einen Hund als Charakter am Anfang, oder? War das das Spiel? Ja, stimmt's, genau. Ja, aber viel mehr weiß ich auch nicht mehr. Aber es war cool. Das weiß ich noch. Ich habe gerade den Banner an der Stelle. Ich glaube, den habe ich auch öfters gesehen, aber gezockt habe ich es nicht. Was? Zellos, du hast nachzuholen. Nee, zwei Spiele und Jardin. Also schon musst du alle nachholen. Wobei, Jardin hast du ja gespielt. Jardin alles heute noch. Ja, mache ich heute noch. Aber sieht interessant aus, ja, tatsächlich. Habe ich aber wirklich noch nie gespielt. Krass. Ich war aber auch damals, muss man sagen, ich war noch nicht so stark bei RPGs unterwegs. Es kam alles viel, viel später erst bei mir. Ich habe gerade Unfug erzählt. Aber red das mal weiter. Ich habe dann erst, glaube ich, zu Ende GameCube-Zeiten habe ich erst richtig angefangen mit RPGs, mich also richtig mal einen Geschmack dafür zu entwickeln, was so mich an der Stelle anspringt. Und diese ganzen RPG-Maker-Dinger oder so halt Turn-Based habe ich eher weniger mitgenommen, tatsächlich. Ich finde es halt interessant, dass ich mit solchen alten Spielen noch immer mich identifizieren kann. Also das ist ja schon was, wo du jetzt sagst, das ist jetzt nichts, was heutzutage noch spielen würde, irgendjemand, der das noch nicht kennt. Ja, wahrscheinlich, weil es so das Alter und deine Kindheit war, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Das kann es auf jeden Fall sein, ja. Was ich eben meine, die sind ungefähr gleich lang sogar, die beiden Spiele. Also ich habe mich da total von meiner falschen Erinnerung... Spielen sie gleichzeitig, ich merke schon. Ihr könnt ja einen Speedrun machen. Rico spielt das eine und Zellers das andere. Und ich spiele Jardin und während er es fertig ist. Ja, genau. Ah, witzig. Ja, dann Zellers, bitte, mach weiter. Ich bin damit. Thema RPGs. Wie ich gesagt habe, also so wirklich einen Geschmack habe ich erst entwickelt auf dem GameCube so langsam. Und das erste große RPG, was ich auf dem GameCube gezockt habe, das war Tales of Symphonia damals. Von Namco Bandai entwickelt. Mein erstes so richtig großes RPG an der Stelle, wo ich gezockt habe. Und das war komischerweise noch nicht einmal turn-based. Es war ein aktives Kampfsystem. Hat mich aber direkt angesprochen, der Anime-Stil, die ausgesprochenen Moves, dass halt immer ihre Moves schreien und alles, die Kombos. Die Story, die sich vor allen Dingen darum ums Thema Diskriminierung von Rassen oder sowas gedreht hat. Also dass man dann also wirklich mal dieses Dilemma eigentlich an der Stelle angegangen ist. Das hat Zeit relevant, weil ich so mit 13 mich ein bisschen mit so Themen mal beschäftigt habe, weil mir schon gedacht habe, warum gibt's das überhaupt? So sowas wie
Rassismus, ne? Diskriminierung von bestimmten Gruppierungen oder irgendwas. Und das hat mein Zeitgeist auch perfekt getroffen und spiele ich immer noch mega gerne, weil einfach schöne Story. Also einfach eine schöne Story, schöne Soundtrack, einfach alles stimmig bei dem Ding. Auf dem GameCube damals gezockt. Das Original ursprünglich auf der PS2, meine ich an der Stelle. Aber war geil. Und dann habe ich mir im Anschluss Fire Emblem geholt, dann kam Taktik-RPG dazu. Aber das habe ich nicht in meiner Liste drin. Aber Tales of Symphonia war mein erstes großes an der Stelle, wo ich gezockt habe. Ich habe nur ein Tales of gespielt und das war die Sweet Tales of. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und das ist mir mit den Charakteren irgendwann so auf die Eier gegangen. War das mit den Monster-Fallen? Ja, genau. Ja, okay. Ich versteh dich sofort. Da haben die Dialoge mich irgendwann so genervt, dass ich abgebrochen habe. Das war die Fortsetzung, aber die fand ich auch nicht so besonders gut. Nee. Aber die habe ich gespielt. Also ich kann zumindest ein bisschen mitreden, was Tales of angeht. Ja, fand die Fortsetzung war ganz okay für mich als Fan von dem ersten Teil, aber ja, hätte man auch lassen können. Ja, Tales of Symphonia. Ich spiele immer noch die Tales of Games gerne. Ich freue mich auf den neuen. Da kommt irgendwann mal 2022 raus. Für den PC. Yay! Mhm. Krass. Ja, hält sich immer noch tapfer, das Franchise. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich eine Überleitung von Tales of zu Nintendo Wii machen soll, außer, wobei doch, hätte ich machen können, aber ist egal. Ja, das nächste Spiel, was ich nenne, ist bei mir eine Art Weihnachtstradition gewesen von 2000, oh, okay. Als es rauskam, bis einschließlich 2018, seitdem hat sich es irgendwie nicht mehr ergeben. Okay. Ich habe immer Weihnachten New Super Mario Bros. Wii durchgespielt. Ja, schön. Der Hintergrund ist, ich bin ja lange Zeit so komplett weg gewesen von Nintendo, also im Prinzip so zweite Hälfte des N64-Zeitalters und GameCube-Zeitalter war ich da komplett PlayStation. Und durch die Wii, durch diese Casualisierung bin ich dann wieder zu Nintendo zurückgekommen und ich fand es einfach unfassbar geil, dass sie nochmal ein 2D-Mario-Spiel rausgebracht haben, weil ich das ja als Kind gespielt habe. Das war dann so dieses Lego-Ereignis quasi, dass man wieder was spielt, was man als Kind gespielt hat. Und ich spiele das, es ist nicht das beste Mario-Spiel, das weiß ich auch, aber es ist halt immer wieder dieses Spiel, was mich zu Nintendo zurückgebracht hat. Und deswegen mag ich das so gerne und ich habe es wirklich jeden Weihnachten immer auf 2 Tage aufgeteilt gespielt. Das ist ja so 6 bis 8 Stunden lang, wenn man es nicht 100% spielt. Und ja, die letzten 2, 3 Weihnachten leider nicht, weil dann waren wir entweder unterwegs oder, ja, keine Ahnung, hat sich irgendwie nicht ergeben. Müsste ich aber eigentlich mal wieder machen, weil es ist schön, das Spiel. Es ist schön einfach. Man muss nicht nachdenken, es ist Mario, es ist toll. Ja, vor allem kannst du es mit jemandem zusammenzocken an der Stelle und dann kannst du ja gegenseitig helfen oder gegenseitig im Weg stehen. Das habe ich damals mit einem Kumpel gemacht. Also ich habe es mir auch damals cool gehabt. Und dann sind wir uns einfach manchmal ab und zu mal ein bisschen keck im Weg gestanden oder irgendwas. Aber war schon war ein nettes Spiel. Ist, glaube ich, auch eines der ersten, wo du mehr mit mehreren Leuten gleichzeitig auf den Level unterwegs warst, von den Marios her, glaube ich. Ich müsste das eigentlich, vielleicht kann ich es ja mal vor Weihnachten dieses Jahr, diese Tradition mal wieder beleben. So eine Woche vor und dann streamen, aber wobei, das sind 8 Stunden. Ha. Vielleicht kriegen wir das ja über einen Delfin hin, dass wir das zu zweit online spielen. Oder was ist jetzt passiert? Delfin macht mit an der Stelle, schön. Ja. Finde ich gut. Nee, Rikos mag die New Super Mario Bros. Reihe nicht so, das ist doch okay. Aber ich mag sie. Ja, das ist ja Geschmackssache. Ja. Ja, ich übergebe an Rikus. Ja, dann kommt jetzt vielleicht, was ihr erwarten könnt, Gothic 2. Tja, wirklich. Oh, ich hätte wieder die Regel mit einem Spiel pro Franchise nehmen sollen. Hast du nicht gesagt? Hab ich nicht gesagt. Beide drin. Verdammt. Deshalb steht's drin, so ist es. Ja, es ist ganz einfach. Gothic 2 ist halt einfach für mich nochmal ein Riesenstück mehr als Gothic 1. Ich hab's schon 1000 Mal erzählt auf diesem Kanal. Und ja, deswegen gab's ja auch letztens das Let's Play davon mit Zellos und mir. Sofort anschauen, war geil. Denkt an den Unterwasserdrachen vor allem. Wir denken immer noch nach 10, 15 Jahren, keine Ahnung, wie alt es ist inzwischen, denken wir neuen Scheiß. Eben, ja, und ja, also es ist, das ist wirklich mein Lieblingsspiel aller Zeiten und ich spiele es wirklich. Wir haben das Let's Play beendet. Was mache ich? Ich mache es an und spiele es nochmal alleine durch, weil ich völlig bescheuert bin. Ja, stopp, völlig okay an der Stelle. Ja, und das sagt alles. Es ist halt einfach Gothic 1, nur halt noch viel, viel besser. Und ja, wie gesagt, ich habe es schon 1000 Mal erwähnt. Ende dazu. Muss ich nicht sagen. Ende aus. Ende. Ende. Oder wie der Mario Party-Sprecher. Ende! Der ist noch motiviert. Oh, ja, stimmt, das motiviert er. Ja, dann leite ich an der Stelle weiter. Ich habe komischerweise, bevor ich irgendwie mit Final Fantasy angefangen habe oder irgendwas in der Richtung, mein erstes Turn-Based RPG war damals
auf dem N64 Holy Magic Century oder was auch ist Quest 6. Ach, Quest 64, okay. Ja. Quest 64 war mein erstes großes so Turn-Based-RPG, aber das Interessante war für mich, dass es trotzdem diese Polygon-Optik hatte. Das fand ich erstmal damals stand total auf diese Optik. Und du hast ja immer so ein Bewegungsfeld und du hast bestimmte Angriffsfelder, wo also du kannst deine Elemente kannst du verbinden und alles. Du hast dann verschiedene Zauber kombinieren können und so weiter. Das war schon cool. Etwas grindy gegen Ende, aber es war mein erstes großes RPG. Ich mag immer noch die Optik davon. Würde ich auch eines Tages mal gerne Let's Playen mit einem von euch beiden. Einfach mal so zum Nostalgie-Scheffel nochmal an der Stelle. Aber war mein erstes großes Turn-Based RPG. Und ich stand irgendwie darauf, dass du einfach so ein kleiner Bengel bist mit 10 Jahren, hast dann ein Zepter, kriegst du von deinem Vater. Dein Vater verschwindet irgendwo in der Welt und du musst einfach dran rausrücken und fängst dann plötzlich an, mega Magier zu werden, einfach alles zu zernichten. Ich hab dir gerade was geschrieben, Zellhörser. Nicht laut vorlesen. Okay. Aber soll das Spiel nicht relativ scheiße sein? Das ist so das, was ich immer höre von dem Spiel. Also kann ich dir, also meiner Meinung persönlich, ich fand es eines meiner geilsten Games damals. Also es ist jetzt aber vielleicht auf die Nostalgiebrille, die da guckt, aber ich find's eigentlich immer noch bis heute echt okay. Super. Ich hab's nie gespielt, ich hab nur viel Negatives darüber gelesen. Mhm. Ja, aber war mein erstes großes sozusagen. Kennst du das, Rico? Ich gerne. Wie bitte? Kennst du Quest 64? Nee, hab ich nie gehört. Okay. Nie davon gehört. Hm. Ja, okay. Das war schon mal ein bisschen extravagant, von daher überrascht mich das nicht. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich irgendwie so ein Sonderding an der Stelle, komm schon. Ja, man kennt es aber. Wenn ich es nicht kenne, dann schon. Na gut. Das kann man schon kennen, glaube ich. Also ihr habt jetzt jeder noch ein Spiel, ne? Yes. Na, ich hab noch zwei nämlich. Ocarina of Time. Ich hab nur noch meine Mentions. Okay. Dann würde ich mal mit einem von meinen beiden jetzt noch anfangen und dann kann ja Rico seine Mentions machen und dann Zellers. Genau. Ich überlege mir dann die Mentions für nicht immer wieder durchspielen noch am Ende. Ja, das andere Spiel, das ist auch, was jetzt kommt, ist Plants vs. Zombies, das allererste Spiel für PC. Okay. Das spiele ich auch immer wieder gerne, weil es einfach so genauso. Das ist Tower Defense-mäßig. Ja, ne? Genau. Das ist total geil. Weil es genauso auch ist wie dieses Jardinant-Spiel. Das ist sowas, das kann man so nebenbei laufen lassen. Das ist einfach mega chillig. Ja, das war auch eine ganze Weile im Game Pass drin, oder? Ich glaube, was ist da sogar immer noch drin, oder? Ich weiß es nicht. Ich wollte das die Tage spielen, also, hab's nicht gefunden. Ich muss mir das noch kaufen für die Xbox, oder glaube ich, damit ich das nicht darauf angewiesen bin auf dem Game Pass. Nee, ich mag das erste Spiel total gerne. Mhm. Leider wurde die dann von einer Firma gekauft. Pop-Up-Games, die mit E anfängt und mit A endet. Und dann haben daraus auch Ego-Shooter gemacht, die auch eigentlich sogar ganz okay sind, muss man fairerweise sagen. Aber Plants vs. Zombies 2 ist ja so ein Handy-Abzockspiel gewesen. Ich würde mir so wünschen. Was ist denn die 2? Das ist ein Handyspiel. Dann? Das ist genau wie der erste Teil, nur du musst dir alles kaufen gegen echtes Geld. So wie FIFA. Okay, kann ich nur sagen, den ersten habe ich mit Daniel zusammen gespielt auf der Xbox und das hat mir einen übelsten Spaß gemacht. Ja, richtig geil. Ja, der ist recht stark. Ich finde jetzt zum Beispiel diese Entwicklung zu diesem Shooter-Ding fand ich jetzt zum Beispiel persönlich jetzt nicht so besonders. Na, wobei, also ich habe den Shooter für die Xbox mir sogar gekauft, weil ich einfach Bock drauf hatte mal. Das ist gar nicht so schlecht, das Spiel. Also es hat sich jetzt nicht langfristig durchgesetzt, aus irgendwelchen komischen Gründen, aber es ist eigentlich, wenn man das jetzt mit Splatoon vergleicht, ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt, aber ich würde sogar sagen, das Spiel. Es ist natürlich nicht so kreativ wie Splatoon, ne? Aber ich glaube, es kam sehr gut an. Ist auch gut. Es ist ein gutes Spiel. Ich kann es nur nicht spielen, weil ich habe keinen Bock, es allein zu spielen. Aber es ist gut. Aber ich würde gerne mal wieder Plants vs. Zombies spielen. Ja, das erste. Oder ein neues Spiel, was so ist wie der erste Teil von Plants vs. Zombies. Wusstest du, dass man das zu zweit spielen konnte? Auf Nein, das geht. Ja. Geht das auch online zu zweit? Dann wisst ihr Bescheid, ja? Geht das auch online zu zweit? Das weiß ich nicht genau. Müssen wir mal testen. Halt lokal zu zweit gespielt, ja. Wie geht denn das dann zu zweit? Dann ja, du hast halt noch eine zweite Steuerung, der kann halt mitbauen und mit Zeug aufsammeln und so weiter und mit agieren. Was in manchen Level ganz hilfreich ist, weil das manchmal zu schnell geht. Ohne alles. Witz, wenn das zu zweit geht, Rikus, Let's Play incoming. Let's go. Okay. Ich versuche das mal zu googeln, währenddessen Zellos sein Spiel nennt. Ich mute mich in der Zeit mal, also wenn ich nicht direkt was antworte. Ich google mal gerade. Aber ihr hört das Tippen wahrscheinlich trotzdem, aber es ist nicht in der Aufnahme. Das ist so ein Grund, anstatt dass er das einfach danach macht. Nee, das will ich jetzt wissen. Ja, ich mache jetzt trotzdem mal weiter, einfach weil ich jetzt. Ja, mach ich bin du mal. Ich bin ja dran, ne? Theoretisch, aber Barry war wieder durcheinander. Also, ich erzähle jetzt nur kurz die Sachen, die ich
immer wieder gerne spiele, die aber halt, wie gesagt, leider nicht so Spiele sind, die man durchspielen kann, einfach so. Also dazu gehören Age of Empires, die 1. Ah, okay. Da spiele ich immer mal wieder, einfach mal irgendwann so aus dem Nichts ein, zwei Stunden und dann lege ich es wieder monatelang weg, das Spiel. Ist immer so. Anno 1404 ist ein Spiel, was ich dann schon sehr intensiv immer spiele. Okay. Was aber halt auch durchspielen geht halt nicht so richtig. Also es geht zwar schon, es gibt eine Story, ein Szenario, ja, was dafür gemacht ist, aber ich spiele halt immer ein endlos Spiel und dann spiele ich das so lange, bis ich meiner Meinung nach, bis ich so an dem Punkt bin, wo ich sage, ich bin damit zufrieden mit der Siedlung und dann höre ich auf. Okay. Weil das halt einfach für immer weitergeht. Sehe ich aber genauso. Ich spiele es auch eher im Endlosmodus sowas. Genau. Gleiches gilt für die Gilde. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kenne ich. Das kenne ich sogar auch. Ich bin wieder da. Das spiele ich auch immer mal, aber das kann man halt auch nicht durchspielen. Da spiele ich halt ein paar Generationen und dann ist es wieder vorbei. Das ist aber auch schon alt mittlerweile. Echt krass. Ja, ne, aber das geht immer noch. Ich wollte es heute schon spielen. Ich wollte schon kurz davor, das zu starten. Das war wieder so ein Tag. Weil ich halt drüber nachgedacht habe und dann habe ich direkt wieder Bock bekommen. Und dann sind es noch zwei, die dazugehören. Das ist Graveyard Keeper. Das ist aber ein Spiel, was ich nicht immer komplett durchspiele, weil es einfach zu lange dauert. Was ich aber schon auch mehrmals erwähnt habe, das ist so ein lustiges Friedhofsbestellenspiel. Also du hast einen Friedhof und musst dafür sorgen, dass der funktioniert. Und das letzte ist Stardew Valley als eins der neueren Spiele, die ich immer mal wieder anfasse, weil es einfach mega Spaß macht. Ich hätte eventuell auch gedacht, dass du noch Sunshine erwähnst, eventuell. Das spiele ich tatsächlich nicht so oft. Ich mag das Spiel total, aber es ist mir einfach, ich kann das nicht immer wieder spielen, irgendwie. Blaue Münzen. Münzen auch, ja. Das spielt tatsächlich eine Rolle dabei. Ich bin ja ein großer Fan von dem Spiel und die blauen Münzen stören mich nicht so sehr, aber das ist mir einfach zu doof, um das immer wieder zu machen. Genau. Ja, das waren meine fünf nebenbei. Den kann man gut nachvollziehen. Ich habe auch gar nicht mehr an die Gilde gedacht, aber ja, ich habe das auch damals gespielt. Das hat schon gefetzt eigentlich an der Stelle. Drei Teile. Ich habe den dritten, glaube ich, nie gespielt. Ja, aber cool. Es gibt einen dritten von die Gilde? Es gibt einen dritten, ja. Gilde 3, musst du mal gucken. Ich habe die 1 gespielt, die 2 fand ich schrecklich, die war richtig scheiße, meiner Meinung nach. Und von der 3 habe ich bis gerade eben noch nie gehört. Wann kam die raus? Ich glaube, das ist so ein Early Access Ding. Die wollen jetzt einen dritten rausbringen. Genau, so wenn ich das. Ja, du hast recht, Early Access. Oh mein Gott, wer weiß, vielleicht wird das ich mag diesen Early Access Krams nicht. Das ist mir ich einfach viel nicht. Zu viel. Das ist einfach. Es wird immer mehr, ne? Ja, es gibt Spiele im Xbox Game Pass, die sind da seit Monaten drin in einem Early Access Zustand. Ja, sorry, was soll denn die Scheiße? Da passiert nichts mehr, ne? Ja, das fühlt sich so an zumindest. Also es passiert schon was, aber es fühlt sich halt nicht so an. Ich finde übrigens hier nichts, ob man das online zu zweit spielen kann. Müssen wir vielleicht einfach mal schauen. Ich habe jetzt Bock, das auch zu spielen wieder. Scheiße. Ich glaube, ich muss mir das wirklich für die Xbox noch kaufen. Für einen 10er würde ich es sogar machen. Geil. Zellos ist dran, ne? Dann mache ich wieder meine Überleitungen zu Spielen, die zu Gott sei Dank zu einem Spiel, das nicht niemals Early Access war, sondern einfach gleich direkt richtig rausgeknallt wurde. The Messenger. Mein Lieblings-2D-Plattformer bis heute immer noch. Erst vor 3-4 Jahren entdeckt das Ding und schon bestimmt 4-5 Mal durchgezockt, weil es einfach so fetzt, das Ding. Wie heißt das Spiel? Ich habe gerade The Messenger. The Messenger. Ach so, okay. Wenn du ein Bild von einem Ninja und einem kleinen Mini-Dämon siehst, dann bist du richtig. ist halt einfach nur dieser geile Übergang, falls man es noch spielen will. Ich will nicht zu viel erzählen, aber es fängt halt erstmal als normaler 2D-Plattformer an der Ninja Gaiden. Und wird dann plötzlich zum Metroidvania mit witzig, spritzigem Humor, das richtig, richtig das fetzt. Und was ich immer sehr geil fand, es gibt Zeitportale-Spoiler, bei dem quasi der Soundtrack vom 8-Bit zu 16-Bit wechselt mit einem anderen Pacing, also eventuell dann etwas mehr eventuell mehr Instrumente dabei, etwas spannender, etwas rhythmischer, etwas dramatischer, wie auch immer. Und du hast immer diesen fließenden Übergang von der Musik, wenn du dann durch das Portal gehst. Und das setzt halt dann direkt wieder dort an, wo quasi der andere zuletzt war. Also das ist der Soundtrack. Also du hast keine hier plötzliche Unterbrechung vom Soundtrack, sondern es fließt einfach schön durch und du erkundest die Gegend so schön. Währenddessen hast du die Zeitportale und dann wechselt zwischendurch von 16 zu 8-Bit. Ist geil. Ich weiß nicht, es fetzt einfach. Und es hat einfach geilen Humor gehabt an der Stelle. Es gab den Shopkeeper, bei dem du dir Upgrades besorgen konntest für deinen Charakter, sei es Wurfstein oder wie auch immer. Und du hast halt dir von jedes Mal, wenn du ihn begegnest, konntest dir eine Geschichte von ihnen anhören, die teilweise echt auch einen Witz hatten, aber auch tatsächlich so eine Moral so dahinter. Aber es war
cool. Es war einfach lustig. Es war ein lustiges Spiel. Es ist schön zu genießen. 3 Stunden oder sowas braucht man ungefähr dafür. Ist aber eine schöne, kurze Erfahrung. Ich finde es einfach so immer noch, zocke ich immer mega gerne. Ich habe es leider noch nicht gespielt, aber ich glaube, das könnte mir gefallen, wenn es jetzt nicht so Roguelike-mäßig ist oder so übertrieben schwer, was ja heutzutage jedes Spiel unbedingt sein muss. No, zu schwer finde ich das jetzt tatsächlich nicht. Also wenn du echt ein bisschen gezielt guckst, noch mit den Upgrades, was du dann tatsächlich machen willst, weil im Endeffekt zeigt das Spiel da eigentlich relativ deutlich, was die Upgrades so sind, die sich lohnen. Also irgendwelche Projektile effektieren mit deinem Schwert und sowas gab es an der Stelle relativ früh. Und sobald du solche Dinger hast, dann merkst du an der Stelle, was für eine Maschine du wirst mit der Zeit, und dann geht das schon alles wunderbar. Ja, aber hat mir immer noch, gefällt mir super. Gab ein kleines Extra dazu, ich glaube für 2 Euro oder sowas hat man noch eine kleine Handlung dazu bekommen, nochmal 2 Stunden extra. War okay, war völlig in Ordnung. Kleine Kaufempfehlung auf jeden Fall, von meinerseits zumindest mal. Ja, das ist doch gut. Also ich habe es nicht gespielt, bin auch nicht dazu gekommen. Weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich dazu kommen werde. Aber ist es eher nichts, denke ich. Ja, man kann ja nicht alles spielen. Aber es freut mich, wenn Zellos so viel Spaß daran hat. Das ist ja hervorragend. Alle. Apropos Spaß. Ja. Der König der Überleitung ist jedes Mal. Als Kind hatte ich sehr viel Spaß mit Tomb Raider 2 und das Spiel habe ich vergessen, fälschlicherweise. Ich schäme mich dafür. Ich habe mich nachträglich noch ergänzt. Tomb Raider 2 habe ich in meinem Leben auch sehr oft durchgespielt. Ich werde euch auch gleich fragen, welches Spiel ihr am häufigsten durchgespielt habt von allen. Deswegen könnt ihr euch schon mal Gedanken machen. Okay. Tomb Raider 2 wäre so ein Kandidat, was womöglich sich mit Crash Bandicoot 3 bei mir um Platz 1 streiten würde. Ich glaube, ich habe Crash Bandicoot 3 noch öfter durchgespielt, aber falls es kürzer ist. Tomb Raider dauert schon so 10 Stunden Minimum, wenn nicht sogar noch mehr. Aber Tomb Raider 2 habe ich so oft durchgespielt. Ich habe auch schon mich erkundigt, ob es da irgendwelche Challenge-Modus gibt mit Nuzlocke oder sowas. Mhm. Leider habe ich noch nichts gefunden. Außer eine sehr merkwürdige Nuzlocke mit 8 Hoden und nur mit Pistole, denke ich mir, das schaffe ich doch easy, ist für mich keine Herausforderung. wenn es irgendwelche Challenges gibt, könnt ihr mir die gerne nennen, dann hätte ich auch Bock, die zu streamen. Also jetzt kein Insta-Death mit einem Leben, das schafft man bei Tomb Raider nicht, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Herausforderungen. Mhm. Und Tomb Raider 2 habe ich sehr, 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 sehr oft durchgespielt. Sehr cool. Ja, nee, also ich kann mir gar nicht denken, weil Tomb Raider habe ich nicht so wirklich gespielt. Ich habe mal Shadow of the Tomb Raider gespielt und das ist so meine einzigste so Verbindung mit der Reihe. Aber ist trotzdem immer noch eine spaßige Reihe. Ich weiß nicht, ob da aktuell irgendwas noch rauskommt, aber ich glaube Shadow of the Tomb Raider ist gerade schon. Hab doch letztens irgendwas, oder? Ja, es gab doch diese Kollektion. Also es gab ja 3 Spiele für die letzte Konsolengeneration. Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider und wie hieß das dritte? Ich weiß es gar nicht mehr. Waren 3 Spiele, die alle relativ gleich waren. Die waren auch alle ganz gut. Haben mich auch durchgespielt, natürlich, als Tomb Raider-Fan. Die waren schön. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich wollte noch eventuell raten, was du als meistens gespielt hast. Vielleicht ja tatsächlich den Rise of the Tomb Raider, hätte ich jetzt mal vermutet. So. Nee, also von den Tomb Raider-Spielen habe ich definitiv Tomb Raider 2 am häufigsten gespielt. Ah, okay. Definitiv. Also die neuen Tomb Raiders habe ich alle einmal durchgespielt, aber ich glaube, dann nie wieder angepackt. Also nicht, weil sie mir nicht gefallen haben, sondern einfach, weil da keine Nostalgiebrille ist. Ja, ich verstehe. Das ist leider wichtig. Sind auch gut, richtig gute Spiele. Also die haben mir auch echt gut gefallen. Aber ja, Tomb Raider 2 ist mein Favorit. Okay. Nice. Apropos Favorit. Wir haben jetzt ja jeder so seine Spiele genannt. Ich habe jetzt noch meine Honorable Mentions. Hat Zellos noch ein Spiel? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich muss mal noch mal kurz durchgucken. Also wenn du anfängst. Ich kann ja meine Honorable Mentions und dazu ein bisschen was sagen. Mhm. Ja, Anstoß 3 kann man ja nicht durchspielen, hatte ich ja eben schon gesagt. Mittlerweile We Are Football spiele ich auch ganz gerne. Das ist das neueste Spiel von den Entwicklern. Final Fantasy 10 hatte ich ja eben auch schon genannt. Das spiele ich aber dann auch wahrscheinlich nicht immer komplett durch. Mhm. Super Mario Land, das spiele ich meistens auch nicht komplett durch, weil es dann da immer wieder so 1-2 Scrolling-Level sind, die mir richtig auf die Eier gehen. Oder diese Level mit den Maulwürfen am Ende, dass ich dann keinen Bock mehr habe und dann abbreche. Mhm. Golden Sun ist einfach zu lang, um es kurz durchzuspielen. Stimmt, ja. Und die auch noch eventuell alten Mario Kart-Spiele, ausnahmslos alle, spiele ich auch immer mal wieder ganz gerne. Auch die vom Super Nintendo? Ja. Ab und zu. Da warst du trotzdem so scheiße. Ich spiele ja nicht in 150 CCM, weil ich zu scheiße bin. Okay, na gut. Ah, okay. Aber er hat es ja trotzdem gerne, Rikos. Ja, ich kann ja nicht in jedem Spiel gut sein.
Aber nicht in Mario Kart solltest du gut sein. Das erwartet ja, außer im ersten Mario Kart, das kann ich nicht. Okay. Ich glaube, im N64 Mario Kart würde der mich auch abziehen. Aber danach geht's aufwärts. Ja. Also bei mir wäre definitiv auch Golden Sun dabei. Ich habe bei mir noch Spellforce stehen. Ich habe es mir extra nochmal damals in der Collection geholt, den ersten Spellforce. Das war ein Taktisch-RPG. War geil. Das sind so die ersten, die mir so einfallen. Wahrscheinlich hätte ich noch ein paar, aber sind so mal die. Ah ja, Grandia 2. Ich scroll gerade bei Steam. Grandia 1 war auch grandios, ja. Grandia 2 war mein Steckenpferd. Das habe ich auch nur ausgeliehen gehabt an der Stelle und irgendwann habe ich es mir extra gekauft. Ich glaube auch schon ein paar Mal durchgezockt, aber hat sie nicht in die Top 5 geschafft, aber trotzdem noch eines meiner Lieblingsgames bis heute. Und was glaubt ihr? Ich hatte ja schon gesagt, also das Spiel, was ich am häufigsten durchgespielt habe, ich vermute, ja, das ist bei mir Crash Bandicoot 3 oder Metal Gear Solid 1. Ich kann es nicht hundertprozentig. Ich habe nicht mitgezählt, aber. Also so wie ich dich kenne, würde ich Crash einfach vermuten, direkt. Ja, also, Metal Gear habe ich halt früher jedes Wochenende durchgespielt, eine Zeit lang, also. Ja, schwierig. Eins von den beiden echt, wahrscheinlich. Echt. Was ist denn bei euch? Ja, das ist ja doch so. Was habe ich denn am meisten gezockt? Nicht gezockt, also durchgespielt. Am häufigsten durchgespielt. Puh, da bin ich schon ein bisschen zwischen Mario 64 und Tales of Symphonia, ehrlich gesagt. Glaube ich. Aber ne, Mario 64 ist, glaube ich, schon stark vorne. Ich habe es bestimmt auch so ein 7-8 Mal durchgespielt. Krass. Und bei Rikus? Ja. Gothic 2. Ja, ganz klar. Also mit Abstand, da kommt nichts annähernd dran. Früher gab es mal eine Zeit, da war Ocarina of Time und Gothic 2 relativ ebenbürtig, aber irgendwann ist Ocarina of Time dann das gewesen, was dann ein bisschen abgefallen ist, weil ich es einfach dann nicht mehr so oft gespielt habe. Mhm. Aber Gothic 2 geht 3-4 Mal im Jahr durch ungefähr. Ich wollte gerade sagen, das machst du jeden Monat einmal, oder? Ja, locker. 100% Runs immer. Easy. Ja, cool. Ja, dann sind wir mit dem Podcast jetzt soweit durch. Wenn ihr den irgendwann mal hört, könnt ihr ja gerne auch mal eure Spiele darunter schreiben. Ja, Mann. Was ihr denkt, was ihr am häufigsten durchgespielt habt oder was ihr immer wieder durchspielt. Ich habe ja auch heute ein paar neue Sachen für mich entdeckt. Vampire's Dawn, Düsseldorf habe ich mir an der Stelle schon aufgeschrieben. Die musst du unbedingt spielen, Zellos. Und was hast du denn noch aufgeschrieben? Jetzt, spiel das jetzt, los. Und ich habe mir zumindest mal Gilde 3 mal zumindest mal vorgemerkt. Vielleicht ist es ja was. Ich schaue mir mal an. Und zockt Jardin, oder wie man das auch immer ausspricht. Jardina. Das macht Spaß. Das wird. Ja. Und ich konnte übrigens nicht rausfinden, ob es einen Online-Modus zu Plants vs. Zombies gibt, aber man kann es sich für 5 Euro im Microsoft Store kaufen. Können die vielleicht in den Kommentaren schreiben, vielleicht wissen sie es besser. Ja, genau. Jetzt will ich Plants vs. Zombies spielen. Scheiße. Ja, aber gut, ich denke mal, das soll es gewesen sein. Wir haben jetzt alle Spiele genannt, die lohnenswert sind. Eine Frage noch. Nur mit kurzem Ja oder Nein. Ich glaube, ich weiß die Antwort schon. Glaubt ihr, dass noch mal ein Spiel kommt zum Thema Durchspielen, was neu rauskommt, dass es in diese Liste ergänzt wird bei euch? Ich denke bei mir nein. Ich denke auch eher eindeutig nein, weil einfach da zu sehr mithängt von der Nostalgie schon. Ja. Ich denke ja. Okay. Wie heißt das Spiel? Nein. Ich muss jetzt mal ganz kurz draus erklären. Ich habe jetzt letztes Jahr zum ersten Mal Elex gespielt, was ja der Nachfolger von Gothic ist. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und es soll ein Remake von Gothic geben und es wird einen zweiten Teil von Elex geben. Und das sind für mich Positionen, die durchaus die Möglichkeit haben, da reinzukommen. Ich habe zum Beispiel auch Elex, nachdem ich es durchgespielt habe, instant nochmal angefangen. Ich habe dann nicht weitergespielt, kann es auch gerade nicht mehr spielen, weil ich jetzt kein Laufwerk mehr habe. Aber also da, ich sehe da Potenzial auf jeden Fall. Ja, Remakes, also nochmal kurz von mir ein Einwurf, ist ja dann immer so ein Ding, dass das nochmal war. Ja, bei mir bei Crash Bandicoot 3 auch, ne? Durch diese Insane Trilogy oder durch Twin Snakes, Metal Gear. Ja, also mittlerweile spiele ich die neuen Spiele auch. Das ist nicht nur, bei Gothic wird es ja dann nicht nur eine optische Änderung, sondern das ist ja ein komplett neu aufgesetztes Spiel dann. Ah, genau, okay. Und sowas finde ich auch tausendmal besser als das, was sich so teilweise Remake schimpft. Ja, das stimmt. Genau, also es ist immer schwierig, das dann ne, per Definition, per Wort zu unterscheiden, aber per Definition gibt es halt schon und deswegen, also ein Spiel, was komplett neu aufgelegt wird und auf Basis von dem ein neues Spiel gemacht wird, kann eigentlich nur geil werden. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja. Von daher sehe ich da Potenzial, dass das in die Liste kommt. Okay. Steck die scheiß Waffe weg. Steck die scheiß Waffe weg. Ach, schön. Ja, schön war es auch heute wieder. Jawohl. Ich würde sagen, ich mache mal den Podcast zu. Wir verabschieden uns. Ich mache auch den Stream direkt aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Ciao, ciao.